Ja, was hier ein bisschen ungewöhnlich ist, das zeige ich euch schon mal anhand des Notenbildes. Ihr seht hier die Wechsel, D7, G am Anfang des Taktes, und das ist ja auch der Normalfall. Es ist aber auch nicht ganz ungewöhnlich, dass man zum Beispiel in der Mitte oder manchmal sogar auch auf dem letzten Viertel gewechselt wird. Ja, hier ist es so, dass das Wort Kinder oft bei vielen einen Wechselreflex hervorruft. Könnte man machen, muss man nicht. Hier ist es richtiger, wenn man es vorzieht, quasi schon ab hier D7 spielt, wäre das auch kein Beinbruch, und ich würde, wenn euch das passiert, auch nicht empfehlen, das Lied deswegen zu unterbrechen. Gewöhnt euch einfach an, auch wenn man Fehler ist, versucht im Rhythmus zu bleiben und einfach weiterzuspielen, damit alle weiter singen können und ihr findet euch mit der Gitarre dann einfach wieder ein. Das ist mein Tipp dazu. Also hier die Melodie jetzt am Anfang. So, Klingelöckchen habe ich auch den fünften Bund, also wir bleiben im fünften Bund. Ja, das ist übrigens, wenn man so eine Tablatur hat und die Lieder kennt, ist das eine super Möglichkeit, die Tablatur zu lernen, damit zu spielen, weil ihr kennt ja die Melodie, ihr wisst dann, wenn ihr euch vertan habt. Und was man natürlich auch machen kann, falls jemand Noten lernen will, das ist ja auch nicht verboten, könnt ihr dann auch mit solchen Liedern, die ihr kennt, immer am besten, weil dann wisst ihr wenigstens, wann ihr euch verspielt habt. Ja, hier, wenn das so übereinander spielt, ist das auch ideal zum Notenlernen, weil dann könnt ihr euch überprüfen, ob der Ton, der hier auf der Tablatur ist, weil Zahlen kann ja jeder von euch lesen, könnt ihr den euch vorspielen und dann gucken, ob der eben in der Notation von euch auch entsprechend gespielt wurde. Es muss ja letztendlich der gleiche, die gleiche Stelle an der Gitarre sein, die ihr dann drückt. So. Also auf dem D geht's los und wir gehen mal hier drauf. Ich habe das Lied übrigens für mich so abgeändert. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja? Ihr habt ja logischerweise immer sämtliche Freiheiten, weil ihr spielt und ihr bestimmt das dann. Ich spiele das Lied eigentlich, wenn ich es spiele. Dann spiele ich am Anfang das doppelt und dann zwischendurch spiele ich das nur noch einmal, weil es ist mir einfach zu viel Klingeling. Ja? Das ist aber auch schon eine rein persönliche Sache, weil mich das dann nervt. Ja. Ich würde euch empfehlen, wenn euch das nicht nervt, dann spielt es zweimal. Die meisten kennen das so, dass man zweimal macht. Aber ich spiele es jetzt auch mit euch hier nur einmal. Dann wisst ihr wenigstens, wie sich das anhört, wenn man das in der Mitte nur einmal spielt. Klingelöckchen. Unter euch, den dürfte es nicht entgangen sein, dass an dieser Stelle ein Fehler ist. Ja, hier ist genau das passiert, was ich gerade noch, wovor ich gewarnt habe, nicht zu früh zu wechseln. Ich habe es gemacht, weil ich es einfach gesehen habe in dem Moment.
Aber die Stelle wird natürlich G so gewechselt wie in den anderen Strophen. Auf der zweiten Silbe hier immer. Also über Chen käme das G.